Hallo Leute, herzlich willkommen zu meinem ersten Tutorial zu Battlefield 3. In dem Tutorial möchte ich euch eigentlich nur zeigen, wie ihr euren Skill etwas verbessern könnt, und so ein paar Tipps, die auf Public, aber auch auf zum Beispiel die ESL, VPL oder diverse andere Ligen anwendbar sind. Gut, als erstes kommen die Settings. Ihr seht schon, bei mir ist es auf Englisch. Ich werde versuchen, so gut wie möglich zu übersetzen. Ja, in dem Fenster müsst ihr eigentlich nichts machen, außer die Maus-Sensitivity. Die solltet ihr so einstellen, wie es für euch am besten ist. Es kommt nicht nur auf die Maus an, sondern auch auf das Mauspad, das ihr zum Beispiel habt. Die einen geben mehr Widerstand, die anderen weniger. Bei mir ist es jetzt ungefähr bei ein Drittel und ja, das Ganze sieht dann so aus bei mir. Wenn ich meine Maus langsam bewege, wenn ich sie schnell bewege, sieht es so aus. Aber das müsst ihr ganz für euch alleine anpassen. Das ist eigentlich auch, ja, relativ unrelevant hier. Hier könnt ihr einstellen, wie der Waffenzoom sein soll, ob ihr nur einmal anklicken wollt, also nur einmal und dann bleibt es so, oder den Knopf halten müsst, die rechte Maustaste. Ich habe es jetzt auf Halten gestellt. Ja, wichtig wird es bei Audio. Also die Lautstärke solltet ihr jetzt so anpassen, dass ihr, wenn ihr zum Beispiel im Teamspeak seid, zwar eure Clan-Kameraden hört, aber trotzdem im Game-Sound noch gut hört. Weil Schritte sehr wichtig sind oder Stimmen, etc. Ja, dann auf euer System. Speaker System heißt es bei mir. Wahrscheinlich die Audioausgabe dürfte es im Deutschen heißen. Die solltet ihr unbedingt auf Headset schalten, wenn ihr mit Headset spielt, was ich jetzt mal von den meisten denke. Den erweiterten Stereo-Modus könnt ihr ausschalten und die Sprache ist eigentlich unrelevant. Ich finde die englische Synchronisation besser. Jetzt kommt der wichtigste Punkt: Video. Bei Monitor empfiehlt sich einer, auch wenn ihr mehrere habt, aber ein Monitor ist einfach leichter zu überblicken. Die Auflösung liegt bei mir jetzt auf Full HD bei 60 Hz. Solltet ihr auch auf das Größte machen, was bei euch möglich ist. Bei neueren Monitoren ist das, die Auflösung 1920x1080 eigentlich Standard. Fullscreen könnt ihr selbst entscheiden, ich habe es jetzt auf 1. Die Brightness solltet ihr so anpassen, dass ihr was seht. Natürlich ist es besser, wenn man sie ganz hoch hat, vor allem auf dunklen Maps, aber da lege ich doch noch etwas Wert auf die Grafik. Die vertikale Synchronisation solltet ihr aufstellen. Das Sichtfeld verändert, also ist bei mir jetzt auf 70. Ich stelle es mal etwas hoch. Ja, ich speichere jetzt einfach mal. Ihr habt dann einfach ein größeres Sichtfeld. Ihr solltet es immer ein bisschen steigern. Also nicht so, wie es ich jetzt gemacht habe, direkt auf 87 hoch, aber ich finde 70 ist optimal. Das sollt ihr auf ganz runter. Wie das jetzt im Deutschen heißt, weiß ich gar nicht. Und Farbenblindenmodus solltet ihr unbedingt auf ein machen, da die Farben dann einfach stärker wirken und mehr Kontrast haben. Jetzt zur Grafikqualität. Viele wollen natürlich in schöner Grafik spielen und dass alles gut aussieht, aber sobald es an den ersten War oder das erste ESL-Match geht, ist eigentlich unrelevant, ob Explosionen schön aussehen, sondern da ist es eher wichtig, dass ihr viele Frames habt und dass alles schön schnell läuft. Generell könnt ihr eigentlich alles auf Low schalten, nur die Mesh-Quality oder Gitterqualität im Deutschen solltet ihr auf Ultra oder Hoch stellen, die Terrain-Qualität auf Low, Low, Anti-Aliasing, Post-Anti-Aliasing, beides auf Aus, den Anisotropie-Filter auf Ein und Ambient Occlusion auf SSAO. Ja, das war's eigentlich zu den Settings. Ich speichere das jetzt mal wieder so. Und es gibt noch die sogenannte User CFG, die euch mehr Frames gibt. Die werde ich euch einfach unten reinpacken. Dazu mache ich aber noch ein extra Tutorial, wie ihr die einbindet und was für Befehle da genau angewendet werden. Ja, jetzt zum zweiten Punkt. Das richtige Movement. Also ihr seht schon, wenn ich laufe, auf eine Flag zulaufe, dann springe ich meistens. Man ist einfach schneller, wenn man springt und das sollte dann genau so aussehen, also nicht die ganze Zeit, da werdet ihr nur langsamer, sieht man ja auch hier, sondern immer kurz laufen, springen, da müsst ihr natürlich so den richtigen Rhythmus für euch selber finden. Dann gibt es noch kleine Streitigkeiten, ob man wie zum Beispiel in Counter-Strike mit dem Messer schneller ist. Ich glaube ja, andere sagen nein, aber wenn man gerade auf eine Flag zustürmt, die noch nicht eingenommen wird, gerade in einem War, dann empfiehlt sich schon mit dem Messer zu laufen. Ihr solltet aber auch dann rechtzeitig auf eure Primärwaffe wechseln. Oder auf die Sekundärwaffe. Ja, gut. Dann, was meiner Meinung nach ein ganz wichtiger Punkt ist, das Hin- und Herbewegen. Also, wenn ihr zum Beispiel hier an einer Ecke steht
Wenn ihr so rausguckt und schießt, seid ihr natürlich ein sehr leichtes Ziel. Deswegen solltet ihr mal ein möglichst kleines Blickfeld haben. So zum Beispiel, nur die kleine Ecke. Und immer ein bisschen mehr steigern. Und wenn ihr zum Beispiel an einer Ecke steht oder auch wenn ihr jetzt vor einem Gegner steht, immer hin und her bewegen, das macht es für ihn schwerer, euch zu treffen. Also ich demonstriere das jetzt einfach mal. Hier. Und ganz wichtig, meiner Meinung nach, auch immer, wenn ihr an einer Ecke steht, direkt ein Medipack drunter, dann regeneriert ihr euch gleich, wenn ihr angeschossen seid. Also wenn, wir nehmen jetzt mal an, da hinten steht ein Gegner und dann bewege ich mich so die ganze Zeit, immer A und D ganz schnell hin und her bewegen. Und dann schieße ich. Ihr seht schon hier meine Treffer. Ich habe jetzt eigentlich den Recoil schlecht kontrolliert. Aber gut, es ging jetzt primär ums Movement. Ja, dann die richtigen Waffen und die Aufsätze. Ihr seht schon, hier bei mir ist es eine M16A3 mit Frontgriff, schweren Lauf und dem Reflexvisier. Generell solltet ihr natürlich mit den Waffen spielen, die euch am besten liegen oder mit denen ihr umgehen könnt. Aber gerade wenn es in die ESL geht oder gegen Gegner, die ESL-Erfahrung haben, seid ihr mit PDWs zum Beispiel oder Shotguns eigentlich nicht konkurrenzfähig. Deswegen empfiehlt sich, die M16A3 zu nehmen, die M16A4, die M416 oder die AEK 971. Ihr solltet auch auf Visiere mit großem oder weitem Zoom verzichten. Am besten ist eigentlich das Reflex und das Cobra, aber auch das holographische Visier eignet sich noch ganz gut. Aber das ACOG zum Beispiel solltet ihr vermeiden. Abschließend möchte ich jetzt noch sagen, dass es natürlich nur Tipps sind und kein 1x1 Rezept, womit ihr sofort besser werdet, aber wenn ihr die Tipps befolgt und das auch ein bisschen auf Public übt, dann denke ich mal, dass ihr nach einiger Zeit schon eine deutliche Verbesserung merken werdet. Also gerade das mit dem Hin- und Herbewegen bei Ecken hilft eigentlich schon. Natürlich müsst ihr trotzdem das Zielen üben. Optimal ist es eigentlich mit Sturmgewehren oder Karabinern immer auf die Brust zu zielen, da ihr dann durch den Recoil, den ihr nicht ganz kontrollieren könnt, meistens auf den Kopf kommt am Ende und somit habt ihr das beste Trefferbild. Und auf große Reichweite solltet ihr natürlich auch in Salven schießen. Ja, und generell zum Beispiel auf Maps wie Bazaar sind diese Blöcke hier als kleiner Tipp immer sehr hilfreich, weil sie einfach unzerstörbar sind. Also gerade da vorne der Block, wenn ihr dann hier in den Bananengang reinguckt und hier an dem Block steht und euch immer schön hin und her bewegt, dann denke ich mal, könnt ihr da einige Kills holen. Gut, das war's dann auch für heute. Am Ende werde ich euch noch unsere Clan-Page einbinden und das Tutorial, wie man die User-CFG einfügt und was für Befehle drinstehen. In diesem Sinne, schönen Tag noch und tschüss.